Dieser Avatar der Rache ist sehr cool. Ich muss aber gleich mal selber noch durchlesen, was genau der eigentlich jetzt kann. Oh, schon wieder ready. Das war jetzt aber gerade nicht so schwer, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Dieses Level hier. Weil ich weiß nicht, ob wir das noch verlieren werden. Also ob wir die das jetzt noch halten können. Das war der erste. Okay, er hat noch sehr, sehr viele Einheiten sofort. Weil ich von Anfang an gebaut habe. Hallo Eledan. Angenehm, dich wiederzusehen. Ich esse das Teil da kaputt haben. Bitte alle Fokus Illidan. Ich weiß, dass mein Fokus gerade zum für den Arsch ist, Illidan, aber oh, ich nehme an, das ist praktisch, weil er ja mein Mana verzehren kann. Darauf habe ich gar keinen Bock. Steht eigentlich noch mein Bär? Nee, der steht nicht mehr. Oder? Nope. Ist Tyrant eigentlich da? Oh, die, oh okay, die ist unten rum. Ja, wenn sonst nichts ist, ich meine. Sieht das erst blöd oder so irgendwie unten? Ach Quatsch. Das bildet euch alles wieder mal nur ein. Seid voll eingebildet. Versteht ihr? Eingebildet. Gott, war der scheiße. Ich besser, sehe ich ein, wenn meine Witze scheiße sind. Ich finde, das ist voll die Besserung. Pam, tot. So, würde sagen, damit haben wir es jetzt geschafft. Ey, da unten geht's ja noch weiter. Was noch alles? Haben wir wollen noch, dass ich kämpfe oder gut bin? Quattle hört sich an wie. Ja, wie ist das an? Irgendwie so ein bisschen wie ein Hundename, der ein bisschen. Ein falscher Hundename. Iltuak. Ja, doch, kommt hin. Also, ich würde meinen Hund sofort Iltuak nennen. Was, ihr nicht? Warum denn nicht? Ich finde Iltuak ist ein toller Name. Ey, ich sollte mir vielleicht das da kaputt machen. Ey, da steht ja immer noch, mein Riese. Aber nicht mehr so lang, wenn er sich so weiterhält. Ich muss die ganze Zeit how much wood 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 chuck chuck wood chuck chuck and wood. Das geht die ganze Zeit durch meinen Kopf jetzt. Der Rachegeist, yay! Yeah. Das wird jetzt meinen Kampf retten. Komm, hau das Timer platt, du! Dann nicht, dass wir noch so ein Teil haben. Natürlich, klar! Nicht, dass er schnell genug, dass Illidan die ganze Zeit kommt, nein! Hört ihr mal auf, ihn da unten durchzulaufen? Das ist ein bisschen ungesund. Natürlich bleibt er da oben stehen. Was erwarte ich noch, wenn er irgendwie mitkämpft? Ist so der Held des Spiels. Das ist ja nicht nötig. Angriff! Das ist sehr cool, diese Rachegeister. Der beschwört immer Rache. Das ist ja, das ist praktisch. Ja, dann immer mehr, da sind es schon 3 Stück. Gerade eben war es noch 4. Hat schon Ballen schon wieder verloren, dieser Noob, Alter. Voller Boon und so. Halt, los! Los, 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 los! Ich
Also was du ganz mal darum machst, ist ein Teiler kaputt, weil sonst steht das nachher und wir haben. Ich check nicht, was ich kaputt machen muss. Los, Bärengestalt, und mach das Halbblatt. Bisschen mehr Mana wieder. Mein Kommentar ist so anspruchsvoll heute, also echt top. Läuft ja geil. Braucht nicht lang. Katsch. Ein Baum! Ey, diese Nachtelfen mit dieser. Oh, Bäume und so, aber. Jeder zweite von denen kann irgendwie ein Massenwaldsterben verursachen. Sah ein bisschen anders aus, aber okay. Ja, doch. Jo, Schleimer. Dieser Kampf ist längst nicht vorbei, Maie. Illidans Verbleib ist noch ungeklärt. Und auch von Tyrande fehlt jede Spur. Er hat ja vorhin noch ihre Ulti benutzt. Kannst ja mal nach Ulti-Spuren ausschalten. War der nicht vorhin noch tot und das Wasser brennt? Zeigt euch, Illidan. Es ist vorbei. Oh, es ist noch lange nicht vorbei, kleine Priesterin. Ein Jammer, dass ihr meinen Standpunkt nicht teilt. Nun werdet ihr und die ganze Welt begreifen, wozu ich fähig bin. Ashtart! Bruder, was macht ihr denn hier? Ich werde euch aufhalten, Illidan. Statt euch zu verbannen, hätte ich euch wieder in den Käfig sperren sollen, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Damals war ich schwach. Jetzt nicht mehr. So, ich überlege, ob ich jetzt hier eine Aufnahmepause mache. Weiß nicht, wie lange die Aufnahme schon ist. Meine Liebe, wir finden Illidan, wohin er auch fliehen mag. Wir finden ihn. Ich überlege, ob ich ein neues Projekt anfange, das dann parallel zu diesem hier läuft, aber ich weiß ja nicht. Okay, tschüss. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Es gibt leider ein Problem. Ihr habt die Zwischensequenz nicht mitbekommen, da die Aufnahme da nicht mehr funktioniert hat. Ich habe noch schnell auf Aufnehmen gedrückt, aber das wollte irgendwie nicht mehr so. Was jetzt passiert ist, wir haben jetzt die da irgendwie. Ich habe die da auch, die auch nicht gucken. Die Zwischensequenz. Ich weiß nicht, warum Engels hat da vollkommen gespackt. Nein, ist jetzt auch egal. Hauptquest: Keltaler sind seine Karawanen begleiten. Die Karawanen muss den Fluss führen. Hey. Moment. Wir sind ja schon am Seitenbleib im Trennen, Meier von Kehl müssen überleben. Okay, sehr schön. Ich sag, laufen wir einfach mal los. Ach du. Die Untoten greifen an. Die Karawane muss beschützt werden. Habt keine Angst, Kehl. Unsere Bergriesen werden allemal mit diesem elenden Pack fertig. Ja. Hört ihr mit auf zu reden? Verwende die Sportfähigkeit. Ja, tue ich doch. Die kriegen dadurch eigentlich gar keinen Schaden. Das ist sehr cool. Und wenn sie mal Schaden bekommen, einfach wieder hochhalten. Wir sollten nach Illidan suchen. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Maiev. Ihre Brüder halfen uns gegen die Legion. Diese Ehrenschuld begleichen wir. Ja. Ich bin gerade eben erst aufgestanden, ich bin total müde. Deswegen. So, ihr habt jetzt halt ein bisschen runter. Ich nehme an, dass dieses Level noch was bieten wird, hoffe ich mal. Ich sehe ganz das. Das ist ja immer so ein bisschen lame, wenn man hier die ganze Zeit nur wirklich von einem Ort zum anderen läuft und da die ganze Zeit nur selten Gegner angreifen. Das wollen wir auch nicht. Komm, heilt euch mal für selber. Könnt ihr doch ganz gut vertragen und ihr nehmt mal bitte einen Baum. Eine Söldnerlage. Wir könnten ein paar der Leute zu unserer Unterstützung anheuern, aber um sie zu bezahlen,
Wir kämpfen hier einen aussichtslosen Kampf, Milady. Die Untoten rücken tagtäglich näher. Wir müssen unsere Schätze versteckt, aber zugänglich halten. Unsere Behältnisse sind in der ganzen Wildnis verstreut. Dann werden wir sie für euch holen. Nö, will ich aber nicht. Diese Nebenquests mag ich nicht so gerne. Oder was ist denn da oben das? Da müssen wir hin, okay. Was für ein Zufall, müssen wir dazu ganz unten rumlaufen. Hey, wer hätte es gedacht? Da ist das Söldnerlager, von dem er geredet hat. Wir haben doch aber bestimmt schon genug. Nein, natürlich nicht. Wir haben nur 100 Gold. Angenehm. Wollen wir die Goldbehälter suchen oder nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass wir es unbedingt brauchen werden, oder? Na komm, ich habe sowieso lieber ein paar weniger Einheiten dafür, aber kann ich hier gut micron dann. Das ist besser so, passt schon. Wenn nicht, gehen wir nochmal zurück, was soll's. Wirklich so, also man kann locker, wenn man dann gut micron kann, wohl nicht der Beste bin, aber mit weniger Einheiten, mit Leichtigkeit gewinnen, indem man Fähigkeiten platziert benutzt und die richtigen Einheiten nach vorne schickt, dann zurückzieht und so weiter. Ja, so viel dazu. Aber wenn man weit weniger Einheiten hat, heißt das nicht, dass man sofort verloren hat. Nur, dass ihr das auch mal wisst. Nein! Also, ja! Pam, pam. Wo ist eigentlich... Achso, ja, der andere, glaube ich... Ist gegangen doch, oder? Ja, der genau, der ist gegangen. Ein Mensch muss gerade mal niesen. Ich versuche schon mein Mikrofon auszuschalten. So. Boah, Gott, ist ekelhaft. Ach, schlimm. So. Wo sind denn die Gegner? Wir machen hier Rast. Leider sind mir nur wenige Krieger geblieben. Die Geißel hat uns in den letzten Monaten schwer zugesetzt. Kell, wo sind eure Hochelfengeschwister? Kämpfen sie nicht wie ihr gegen die Untoten? Die Geißel hat unsere alte Heimat Kael Talas verschlungen. Das einst stolze Geschlecht meines Volkes ist fast dahin. Wir wenigen Verbliebenen nennen uns nun Blutelfen, unserem ermordeten Volk zu ehren. Ich trauere um euer Volk, Kael. Aber ihr dürft nicht zulassen, dass Wut und Verzweiflung euer Herz vergiften. Doch. Noch könnt ihr euer Volk in eine bessere Zukunft führen. Wäre langweilig. Du könnt so einfach verrückt werden und die ganze Welt auslöschen. Macht viel mehr Spaß, glaubt mir. Beschützt die Karawane um jeden Preis. Was ist denn der Karawane drin? Würde ich mal gerne wissen, dass ich die Zwischenwerke jetzt nicht geguckt habe. Ich gucken konnte. Flammen! Die sind von Kael übrigens. Nicht, dass ich Angst habe, dass ich da sterbe oder so. Nee, nee.